Hallo und herzliches Willkommen hier bei Let's Play Rage, 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 Rage. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, beziehungsweise sind wir hier reingegangen, wurden von hinten angeschlagen und ja, ohnmächtig geschlagen, hochgezogen. Genau das. Das müssen wir jetzt noch einmal durchleben, weil ich letztes Mal abgebrochen habe. Oder angerufen. Sorry. Well, well, look at what Hagar said to us. How dare you think you can walk into our house? Take him to the kill room. Take him to the kill room. Ah, you're awake. Good. I like my prey to know what's coming. I promise this will hurt. Fresse! Ja, da haben wir wohl ordentlich was abbekommen. Und ein Defibrillator. Den können wir benutzen, wenn wir dem Tode nahe sind und wir schocken alle in der Nähe. Ich soll warten, bis die zwei Punkte, glaube ich, zusammenkommen. Und dann soll ich E drücken. Ach so, okay. Ja. Ja, okay. Okay. Eins, zwei, drei. Er war nicht ganz in der Mitte, aber hey, passt schon. Wir haben ihn also geschockt, wir sind wieder am Leben. Und wir sollen oft speichern. Obwohl das eine Autosave-Funktion hat. Hier geht's weiter, aber checken wir mal eben den Raum. Hier liegen ein paar Leute. Ja. Okay. Muni, die Tür lässt sich nicht öffnen, also gehen wir weiter. What the? Who's that? Who is that guy? Oh, da ist ja noch einer. Komm ich da dran? Ja, kommt doch mal. Ne, dann nicht. Dann gehen wir zu ihm. Okay, er steckt da in der Ecke. What the fuck? What the fuck? Wo ist der andere? Krüppelmann, wer? Ja. Die Körper ausnehmen. Nicht vergessen. Das Geld aus den Körpern nehmen. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, ich muss die Musik ein bisschen leiser stellen. Das ist nervig. Ist ein wenig zu laut. Music. Ja. Ich könnte auch ein bisschen weiter runter. Ja. Moment. Na, ja. Effekte lasse ich oben. Ups. Sorry. Aber es muss sein. Ist für euch besser, für mich besser. So. Ja, passt schon. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Over there.
In den Rücken! Du Bitch! Den habe ich aber nicht erledigt. Er lag da schon. Glaub mir jetzt natürlich keiner, aber den habe ich nicht umgebracht. Oder doch? Und da kommt noch einer durch die Seilbahn. Ach, da hinten. Lass mal den Körper und renn! So, liegt hier noch was? Who's that? Son of a bitch, got me. Son of a bitch, he got me. Ja, 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 ja. Ups. Ja, die werden erstmal erledigt. Glas, Flaschen. Die haben ja auch Pfand, deswegen nehmen wir die mit. Oh shit, that hurts. Wo, 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 da. Wieder zwei. Oh, I'm gonna bleed now. Oh, I'm gonna bleed now. So, jetzt haben wir wohl alle erledigt. Das Feuer ist cool, ey. Naja. Ja, das war's. Müssen wir durch die Seilbahn weiter. Mit der Seilbahn weiter. Dieser Part wird auch nur so 15 Minuten sein. Aber ich muss schon wieder weg gleich. Obwohl, ich bin ja eigentlich hier schon... Ich bin hier fertig. Ich soll das ja nur ausräuchern. Und wieder zurück. Ich möchte euch ja so viel wie möglich in diesen 15 Minuten zeigen. Fahren ist cool. Boah, war das cool. Wer ist denn Halleck? Wo ist Halleck? Mit dem kann ich Stuff verticken. Good work. We're all a little safer because of that. Yep. You got our thanks and that suit of armor I promised. But as you can see, we got other trouble. Listen.
the settlement was attacked while you were gone. Bunch of bandits we've never seen before. They didn't take anything, they just came for the kill. Ja, dann erzähl doch weiter. Just past the hill across the way, you'll find another settlement. They tend to stick to themselves, but they're friends. And they have what we need. Just give this letter to Richter. He'll know what to do. If you help me again, I'll make sure our mechanic in town sets you up with your own buggy. What do you say? Ja. Thank you. Wir sollen wieder Banditen erledigen. Before you go, make sure you got everything you need. Ammo, wingsticks. If not, see Halleck. He's right under the old sign out front. Okay. Wo ist das alte... Hier. Ah. Welcome, stranger. Name's Halleck. And it's a pleasure meeting you. I run this little shop. Got enough supplies here to keep you alive and fighting. Best stuff in the wasteland. Oh, and if you find something of value and you don't need it, bring it here. I pay nicely for quality goods. Care to browse my selections? Ja. What you looking for? Das Zeugs verticken. Alles. Ach so, Bandage. Ach, sind nicht cool. Bandage behalte ich. Mein Buggy. Ach, mein Quad. Wenn ich das erledige, bekomme ich einen Buggy. Also fahren wir los. Zweite City. Oh. Ja. Ja. Hi. Got a lot of work to do here, pal. If you need something, come by later. Maybe I can help. Yeah. Looking for Richter? He's up there. Okay. Where's that? If you got business here, go and talk to Richter. He's the man in charge. Okay, where's Richter? Heaven. You need something, stranger? Well, Dan's run into some trouble again, I see. Well, Janice is going to need to see this list. Go on. She's just up there. You're the note. But when you're done, come back here. Okay. I may have something that'll interest you. Ja, dann müssen wir zur Apothekerin. Hi. You must be one of Dan's new boys. Let me see what you need. Some of these things I'll need to track down. But you know the way it works here. We help you, you help us, right? A member of our group, Juno, went missing a few days back, and I'm getting real worried about him. So while I gather your supplies, how about you go look for him? Okay, if you find any trace of him, I'll reward you with good luck, and I pray that he's safe. Also, wir sollen jemanden suchen für ihn. Couldn't help but notice, stranger, that gun you're carrying isn't much anything. Could set you up with some real firepower. Help us out here, and I'll give you a real weapon. Yeah, okay. Our radio tower up on the hill stopped working. We need someone to fix it. Yeah, probably just out of alignment. Good luck. This should be an easy job. Also, wir sollten ja in der ersten Stadt da Medizin für diesen verwundeten Typen da, der da im Bett lag, nur kurz. Und ja, halt für den Medizin holen und die Dame da sammelt das für uns, dafür müssen wir ihr helfen. Einer ist verloren gegangen und wir müssen den halt suchen für ihn. Und dann... Und der andere, der Chef hier, der... Der wollte, dass wir einen Radioturm... reparieren und dafür gibt er uns eine dickere Knarre. Und hier ist das halt.
So, hier müssen schon langsam Gegner sein. Banditen. I can go for a smoke. Wer? Ach da, okay. How's things over there? Übertreib mal nicht. Oh, da ist einer. Hab ich keine Muni mehr? Fuck! Scheiße! Komme ich denn unbeschadet darüber? Lol, 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 was ist das? Ein Klo, ein Bad. Ja, wir müssen jetzt mit Fäusten die Sache regeln. Hier auf der Straße. Da ist! Ja, da musste ich mal ein Medikit einsetzen. War mir dann doch zu hart. Buckshot, wir haben 3 Schuss. 3 Schuss. Meine Pistole hat keine Muni. Muss ich hiermit weiterarbeiten? Ist eigentlich auch eine Nahkampfwaffe, aber hey. Ist hier keiner? Sieht so leer aus hier. Ja, das war wohl der Typ, den wir gesucht haben. Der ist wohl hops gegangen. Wollte jemand an ihm knabbern. Oder hat an ihm geknabbert. So komische Gestalten hier rumlaufen. Oh, die 15 Minuten sind sogar schon überschritten. Aber hey, ich verspäte mich einfach ein wenig. Muss ich wieder runter? Ja. Auf die Seilbahn. Oder geht's hier schon wieder raus? Ich wollte doch gar nicht raus. Egal. Oder war's das? Yeah, not bad, stranger. Didn't know about the mutants. We usually don't get them this far out. You did good, though. See Janice. She's waiting to hear what you found. Yeah, okay. Juno's dead? I knew something was wrong, but I had hoped he would show up. This world takes so many good people. But thank you for looking, and here is what you need, as well as the plans to make your own healing bandages. Just look for the things listed and put them together. They will help you whenever you are hurt. Thank you again, and good luck. Yeah, that's okay. Oh, yeah. So werden sie also gemacht. Okay, wir haben sie gecraftet. Ja. Lauf ich mal schnell zurück. Beende dann auch. Bitte mich jetzt schon mal. Hat mir Spaß gemacht. Auf jeden Fall, da ist auch mein Quad.
Der Part war... ja... ihr habt wohl genug in dem Part mitbekommen. Das ist dann Part 2 gewesen. Oha. Sobald ich da angekommen bin, beende ich den Part und... dann könnt ihr euch schon mal auf den nächsten Part freuen, auf Part 3. Und... ja. So. Good work. I'm starting to think I made a good decision by saving you. You truly are someone we can trust, and I am in your debt. Now go talk with DR about that buggy. Look for him in the garage. Okay, es hat mir gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.